Ja, 187-Vlog, große Frage. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas skippen, I guess. Also ich könnte mir vorstellen, der ist nicht vollständig safe for work, der Laden. Maxwell war sowieso schon in Mexiko. Und weil hier über Lockdown ist und gar nichts mehr Spaß macht, haben wir uns gedacht, ja, darfst du einfach auch nach Mexiko fliegen, um dann da am Sampler zu arbeiten. Und dann ist Alex auf dem Dach. So dreist eigentlich, ne? Fangen wir von vorne. Wir sind natürlich super ausgeschlafen. Und wir fliegen jetzt nach Mexiko. Cancun, ne? Ja. Geil. Warst du schon mal da? Ja. Wie ist das da so? Geil. Approximately 10 hours later. Wir haben gehört, Pascal soll überall aufhalten. Also erstmal dann auf. Pascal, erstmal auf dich selber, Junge. Ich dokumentiere doch. Du kannst doch deine eigene Doku machen. Ja, wir haben doch die Kamera. Doku. Jeder macht seine eigene Doku. Ich hätte gerne. Jeder macht seine eigene Doku. Eine Doku über jeden Kratzer von Max für seine Uhr. Wie können die das nur machen? Warum? 2 Jahre alt. Ja, hör doch mal zu. Jeder Kratzer hat doch seine eigene Geschichte. Ja, das meine ich ja. Selbst das Meeresrauschen. Ich wollte schon wissen, Hunter. Du hast gelogen die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Wie kannst du mich sowas antun? Kannst du irgendwann sagen, wie sollen Dr. Dre anmachen? Hey, Bruder, hast du das LSD eingeführt? Nein. Boah, Max ist auch ultra steif, Alter. Nein. Bruder, ich holy shit. Kann ich noch grün und rot. This is your brain. This is your brain on drugs. Was sagst du dazu? Wer die Kamera? Wer die Speicherkarte? Wer die Messer? Pascal, ich muss das nicht auf Scheiße. Cooking with Alex. Und die lila Zwiebel geht natürlich mit dem Fleisch und mit dem Knoblauch. Das Ganze muss jetzt ca. 2 Stunden hier einmal vor sich herbrutzeln. Wenn ihr das riechen könntet, wow. Man, die haben halt einfach so viele Dinge gemacht, die man eigentlich nicht feiern kann. Aber die sind auf der anderen Seite auch so witzig. Hier putze ich mir morgens immer die Zähne. Ja, was soll ich sagen, Digga? Ich bin noch fertig. Vom Jetlag. Jetlagging. Hier ist meine neue Kette, meine Mexiko-Kette. Ohne Blink kannst du hier nicht rumlaufen. Ist es schön hier? Findest du es gut hier? Auf jeden Fall. Guck mal das an. Das ist so richtig, ne? Ich fühl's nicht sehr, aber sehr undeutsch. Steckdose auf die Seite von dem Baum. Wenn du schon eine Steckdose an Baum nagelst, warum denn so, dass es reinregnen kann? Stürmisch einfach, holy shit. Habt ihr alle Hunger? Ich hab mir echt Mühe gegeben. Aber der Ofen ist ein bisschen schwach. Der eine Topf war so, da drin hat sofort alles gebrochen. Wir gucken so ein Video von 187 Straßenbahn und du erwartest so, okay, es wird so um Drogen gehen, es wird um Waffen gehen. Wir sind 3 Minuten into it, 2 Minuten davon hat fucking Alex einfach gekocht und regt sich über den Ofen auf. Und in dem anderen dauert es voll lange. Da geht das. Ey, aber no joke, kochen macht so Spaß einfach. Ich habe heute schon wieder überlegt, ob ich kochen soll im Stream. Mose, essen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich keinen Laptop mehr habe. Und mehr erst dann kaufen muss für Chat und so. Aber ansonsten hätte ich extrem Bock gehabt heute. Ready to see the light. Boah, das Essen sieht übergeil aus, holy shit. Many hours later. Aber ich habe auch gar keinen Bock auf dieses Material, das klebt so fest. Hey Bruder, Knutzer? Vamos. 2 days later. Alter, neue Koch-Session? Ey, grillen macht auch zu viel Spaß, einfach no joke. Mit den Boys grillen ist... Freust du dich auf die Steaks? Ja. Heute mal so ein... Digga, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Büdelort. Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich war heute das erste Mal im Meer, nur ich und das Meer und die Wellen. Und jetzt sind es ich und die Steaks und die Marinade. Alle Marinade. Boah, Junge, die sehen auch echt gut aus, Mann. Mexiko läuft. Wir sitzen in Mexiko, meine Freunde. Das heißt aber nicht, dass es kein... Deutsch Nudelsalat gibt! Max, du hast Nudelsalat gemacht. Liebst du auch Nudelsalat, Bruder? Digga! Content!
Es geht um Content, meine Freunde. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so routinierten Joint gebaut hat. Ich wollte gerade sagen, als würde er jeden Tag 10 davon bauen, aber... Gut. 100 km auf dem Jetski. Erinnert mich direkt daran. Das ist Bones. Ich seh dich. Hi, man. Das ist jetzt, weil ich gerade Knoblauch geschnitten habe, wird das genau wie Garlic Breath schmecken. Wie viel Gramm ist das hier drin, Digga? Das, Junge, das knallt einen doch anders beiseite, oder? Stabilität? Bones. Junge! So, jetzt müssen wir irgendwas Lustiges machen hier. Wir sagen, Safir springt im Pool jetzt einfach. Spontan! Salut, der Toros! Jawolli! Wo seid ihr denn? Jawolli, Digga! Wer seid ihr denn? Kannst du einen Blunt drauf? Kannst du das ab? Boah, Digga! 3 carrots in a pointer! Warum? Weil wir den Ozean safen. Ich hab ihn in seiner Wohnung zusammengeschlagen. Er ist in die Embryo-Stellung gegangen. Ich find's so geil, die benutzen sich einfach alle, als wären die so 17 oder so. Probleme mit der Faust! Deine Frau will Sex, lass es mich wissen. Ich bin ein leckerer Bissen und bin die Beste. Ich bin immer noch Beste und Ficken. Im Bett nur schwitzen, ich zieh ihn raus, spritzt auf die hässlichen Titte! Pack die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Dancen. Junge. Alter. Alex, Digga. Verboten, Digga. Was denn? Die finden wir doch nie wieder. Die finden wir wieder. Draußen ist verboten. Die finden wir doch nie wieder, die Pfeile. Junge, shit, so diese Allmann-Momente. Ist so geil. No joke, das ist das Beste. Kommt da auch noch diese Szene, ich habe sowas auf Instagram oder so gesehen, wo die so den Stuff eingerappt haben und dann haben die sich so selber so eine Booth gebaut aus so Betten. Ah. Okay, Bro. What the fuck? Okay, das ist ein bisschen strange jetzt. Das ist unsere Booth. Eine Booth gebaut aus Betten. Ich leg meinen Kopf ins Eisfach und bleib cool. Dummer ein Eisfach. Okay. Wir haben Pfeile und Langeweile. Ich baller mir jetzt genau folgendes. Thunfisch, Bones MC Kochkurs. Oh, weiß ich nicht. Coming up. Mayonnaise. Kapern. Thunfisch. Digga, nee, das ist Alter. Ist ein Thunfisch aus Premium. Nee, Bruder, da bin ich raus, Mann. Das sind doch keine Penner. Echte Gangster ernähren sich nur von Thunfisch. Ich weiß nicht, was du isst. Ich weiß nicht, was du isst. Boah, das ist echt ekelhaft, Digga. Fakt ist, dass LX nur die Thunfisch spricht. Kippt der gerade das Wasser in den Aschenbecher rein? Oh, das sieht so widerwärtig aus. 26 Jahre keinen Thunfisch angefasst. Könnt ihr mal schnell am 27. Lebensjahr habe ich ihn dann endlich probiert. Und ist gar nicht mal so schlecht. Oh. So, Pfeffer, Salz. Ach nö, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Auf Bones, Digga, weiß ich Freezy nicht. Freezy ist auf dem Weg. Mexiko wird angesprüht. Boah, das sieht so fun aus, Digga. Ich will auch sowas machen, so Urlaub und Musik machen. Ey, in meinem nächsten Urlaub, Digga, da machen wir auf jeden Fall so ein kleines Tape mit so 4 Tracks oder so mit den Jungs. Schön mit Rezmann, Digga, in Kroatien auf die Beats spitten, Alter. Junge, let's go. Heute sind wir fett, Digga, früher waren wir schlank. Ein Achtel Unze und Aloe Vera, das ist alles, was ich brauch für meinen Tag am Meer. Es ist ein ganz normaler Freitag auf St. Pauli. Mit der Naughty. Ich misch Oranzina mit Afrikola, wasch das Coca mit Acetonat. Ich paff den Donut aus Angewohnheit. Sag mal auf Spanisch, der soll mit dem Messer machen. Digga, stell dir vor, du gehst am anderen Ende der Welt
in den Friseurladen und da läuft deine Mucke, Digga. Angeblich sollen hier Drogen im Haus sein. Was ich ja gar nicht glauben kann, weil ich habe noch keine gesehen. Und jetzt sagt der Vermieter, dass wir hier gehen sollen. Uns ist es kein Problem. Alex, was ist denn dein Kommentar zu der aktuellen Situation? Wir hätten schon vor 4 Tagen hier abbauen sollen. Warum? Das ist die reinste Katastrophe, was hier passiert. Drogen haben wir nichts am Mut. You ready, Alter? Könnt ihr jetzt schon? Ja. Ich muss ein Statement abgeben. Herzlich willkommen, liebe Leute. Das ist unser Vlog. Hier aus Mexiko. Digga, da sind sie wieder, die Alba-Momente. Wir sind jetzt gerade aus unserem Haus ausgezogen. Wir sind gegangen worden. Wir wollten nicht gehen. Aber unser Drogenkonsum hat ihm nicht gefallen. Das steht auch so nicht in den Airbnb-Richtlinien, sagt er. Wir sollen gehen. Unglaublich. Die Mucke auch. Der Pool ist ein bisschen albern. Der Pool ist ein bisschen albern. Hey Alex, der Fernseher geht sogar. Körperpflege ist das A und O, Digga. Summer. Junge, die Butze ist geil. Holy shit, die Butze ist wild. Du hast meine Nerf nicht einstecken gehabt, Digga. Würde ich dich wieder abballern. Dann brauchen wir noch so Schlagzeilen. Bis gleich. Es geht los, komm rein, bin am Drogen verteilen. Ticket, Großschein für Schein, genau so soll es sein. Kann man nicht erkennen, wer das ist. Boah, Digga, da hätte ich so Angst, dass da irgendwas drin ist. Ich habe mal in Vietnam, auch an so einem Street-Kitchen-Ding, habe ich sowas gegessen. Dann hatte ich erstmal 3 Tage Durchfall. Let's get down to business. Nimm alles. Junge. Ich lass mich fallen, rückwärts ins Meer. Digga, so Graffiti-Spray würde ich auch voll gerne mal machen. Ja, ja, oh gut, oh gut, oh gut. Den Sampler hatten wir noch 1 Woche im Kasten, also konnten wir die restlichen 3 Wochen gammeln. Ja. Dieses Commentary vom Anfang. Und so kam Alex heute aufs Dach, irgendwo in Mexiko. Digga, das war ein sehr, 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 sehr funny Vlog. Holy shit, Alter. Meint ihr, die hatten wirklich in der Woche das komplette Album fertig? Holy shit, Alter.